Willkommen zurück auf Minibrunnen beim Landwirtschaftssimulator. Während Johnny hier unser Kartoffelfeld fast schon fertig ausgesät hat, habe ich mich mal mit diesem Autodreieck beschäftigt und ich glaube, ich habe die Lösung für mein Problem gefunden. Denn es gibt eine kleine Lücke in meinem Rundkurs und sobald dort eine Unterbrechung drin ist, funktioniert das alles nicht mehr. Ich habe mir dazu sogar ein paar Tutorials angesehen. So, aber erstmal werden wir mal Johnny auffüllen. Bremsen, bremsen, bremsen. So. Noch ein Stück nach vorne. Start. Jawohl. So. Und zwar werden wir das Kartoffelfeld auffüllen und dann werden wir in der Zwischenzeit, immer wenn wir auf unsere Felder warten, hier ein Netz aus Kursen legen, so dass dann Johnny später ganz alleine fahren kann. Damit können wir gleich hier mal anfangen. Wir werden hier die Aufstellfläche oder den Aufstellkurs für dieses Feld legen. Das heißt, wir zeichnen hier auf. Nein, du sollst nicht verbinden am Anfang. So. Du sollst von genau von hier aufzeichnen. So. Genau. Jetzt ziehe ich hier eine blaue Linie. Genau. So. Die werden wir nämlich später brauchen. Aber nicht jetzt. Jetzt wird Johnny hier unsere Kartoffeln aussehen, damit wir damit endlich vorankommen und wieder schuldenfrei werden. Viel Spaß, Johnny. Und wir nehmen uns unseren Traktor und fahren ans andere Ende. Weil da hat es ja nicht funktioniert. Wir konnten zwar hierher fahren, wir konnten aber nicht mehr zurückkehren. So. Und das liegt genau daran, dass hier der Rundkurs unterbrochen ist. So, und hier alles durcheinander geht. So, und jetzt müssen noch die beiden weg hier. Der, der und der. So, und jetzt fahre ich hier drüben hin, stelle mich an den Rand, genau, hier drunter und zeichne jetzt einen Kurs auf, der mich genau zu Fläche 2 führt. Stopp. So, hat er den aufgezeichnet? Nein. Das heißt, ich muss jetzt von hier Hä? Das ist jetzt der Vorführeffekt? Ach, ich habe ihn wieder auf. Ja, ja. Anwenden, alles klar. So. Du wirst jetzt wieder zurückfahren. Du wirst den löschen.
Du wirst den löschen. Und du wirst jetzt von hier aufzeichnen. Ist dort hin. Na gut. Dann wirst du jetzt den hier löschen. Dann wirst du den hier zwischen jetzt auch löschen. So. Das kriegen wir doch alles hin hier. Dann löschst du jetzt den Punkt. Und du löschst. Die beiden Punkte. So. Und jetzt werden wir das Ganze von dem hier neu machen. Indem wir jetzt hier aufzeichnen. Dass wir da hinfahren. So. Hat er wieder nicht gemacht. Na gut. Das ist kein Problem jetzt. Ich weiß nämlich, wie es geht. Ich muss jetzt hier ranfahren und muss den löschen. Und jetzt haben wir einen Rundkurs. Jetzt kann ich das hier speichern. Und wenn ich jetzt sage, fahr zu Fläche 2, dann hat er keinen Weg gefunden, weil wir Fläche 2 mittlerweile abgekoppelt haben. Dann löschst du den und erstellst dort einen neuen Punkt. Fläche 2. So. Edge. Und jetzt fährst du von diesem Punkt hier zu Fläche 2. Sehr gut. Ist bei Fläche 2 angekommen. Naja, mehr oder weniger. Gut, und jetzt fährst du zu Fläche 1. Dich kriege ich doch, mein Freund. Wenn ich sage, du kannst das, dann machst du das auch. Jetzt fährt Johnny hier, ohne dass ich was mache, den Kurs ab. Ach ja, den Verkehr muss ich hier zwischenzeitlich auch abschalten, weil der einfach nicht damit klargekommen ist. So, jetzt fährt er nämlich zu Fläche 1. Das hat ja letzte Folge schon geklappt. Wo fährst du jetzt hin? Hallo? Wo fährt mir jetzt hin? Schnellste Strecke bevorzugen muss nicht unbedingt sein. Ah, maximale Umweg. Mach mal 200 Meter. Distanz voraus schon. Durchskalierung. Fahrerlohn. Den schalte ich sowieso gleich wieder runter, wahrscheinlich. Ordner verwenden noch nicht. Logo-Personalisierung. Ah, Hirschfeld, das ist der. Der macht sehr gute Tutorials. Nutze zweiten Editor-Modus. So. Wo bist du jetzt hingefahren? Du bist doch zu Fläche 2 gefahren. Du willst doch zu Fläche 1, mein Freund. Also fahr bitte zu Fläche 1, ja? Sei nett. Das ist jetzt der Vorführeffekt, sage ich einfach mal. Ah, hier kann ich Runden fahren. Soll er aber nicht. Der soll jetzt einfach nur zu Fläche 1 und der soll denn da vorne anhalten. Das hat er in der letzten Folge schon geschafft. Stopp! 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 Johnny!
Johnny? Warum fährt denn er? Da stimmt doch was nicht. So, ich lasse ihn erstmal zu Fläche 2 fahren. Das müsste er jetzt können. Die Fläche 2 haben wir neu gemacht. Warum fährt er nicht zu Fläche 1? Das hat letzte Mal geklappt. Habe ich sogar auf Video. So, aber die Felder darf ich in der Zeit nicht vergessen. Hier wächst noch alles. Und es ist kein Unkraut drauf. Okay. Er ist angekommen. Bei Fläche 2. Seht ihr. Klappt doch. Und jetzt sage ich ihm, er soll zu Fläche 1. Tschüss. So. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns mal um den hier. R. Reparieren. Reparieren. So. Und wenn wir jetzt zurückkommen, dann steht Johnny an Fläche 1. Da fährt er. Ja! Er ist bei Fläche 1 angekommen. Okay. Okay, also wir können jetzt die Fahrzeuge von hier nach darüber bringen. Und wieder zurück. Das ist cool. Und Helfer D hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist noch cooler. Dann können wir nämlich den hier nehmen. Der ist voll mit Dünger. Hier ist auch ein bisschen Unkraut. Doch. So, du zeigst mir nochmal, wie gut du bist und fährst zu Fläche 2. Tschüss. So, und der hier ist fertig. Ob der zu Fläche 1 fahren kann von hier aus? Wahrscheinlich nicht. Genau, der hat keinen Weg gefunden. Weil wir die blaue Fläche hier noch nicht angeschlossen haben. So. Stopp. So, jetzt muss ich aufzeichnen. Automatisch verbinden am Start? Ja. Anwenden. Aufzeichnen. Der Fahrer ist bei Fläche 2 angekommen. Okay. Ich fahre jetzt die Fläche, verbinde das jetzt mit unserem Rundkurs. Stopp. So. Warte, jetzt muss ich automatisch verbinden am Ende. Und zwar, wenn ich jetzt Stopp mache, verbindet er.
Sehr gut. Sehr gut. So. Jetzt muss ich von hier aus aufzeichnen. Dass wir hier langfahren. Stopp. So. Und jetzt verbinden. Okay. Nicht schön, aber selten. Das ist jetzt erstmal nur zum Testen. Jetzt komme ich natürlich nicht an den Punkt hier ran. Wie kann ich den verändern? Weil der ist jetzt genau hier in diesem Zwischending. Das heißt, wenn der zu Fläche 1 fahren will hier, dann würde der jetzt jedes Mal einmal rumfahren. Aber wir gucken mal. Der hier. Der ist angekommen. Ja, der ist bei Fläche 2 angekommen. Sehr gut. Also es klappt. So. Das mit der Fläche 1, die muss ich verschieben, die muss da vorne hin. Und das hier hinten nenne ich jetzt mal Feld A. Weil die Felder sind ja eigentlich nummeriert. Bloß aus den Feldern 9, 10, 11 habe ich ja ein einziges Feld gemacht. Das heißt, ich werde die Felder beschriften mit den richtigen Feldnamen. Und wenn ich mehrere zusammenlege, dann werde ich sie so beschriften mit Buchstaben. Also ist das hier die Aufstellfläche für Feld A. Feld A. Erstellen. So. Gut. Das heißt, ich kann jetzt jederzeit Traktoren nach Feld A schicken. Zum Beispiel Erntemaschinen. Ja, das werde ich jetzt hier alles sowieso noch mal löschen. Und richtig macht. Das war ja bloß hier unser Test. Und ich würde sagen, den Test haben wir jetzt erstmal bestanden. Jetzt wird die Kartoffelaussämaschine erstmal hier abgelegt. Gut. So. Und den Frontgrubber auch. Warte mal, wenn der den jetzt anerkennt, dann könnte ich dich noch zu Fläche 1 schicken. Jetzt fährt er zur Dings. Jetzt überlegt er ja, der Anhänger steht im Weg. Und jetzt ist er bei Fläche 1 angekommen. Warum kommst du nicht bei Fläche 1 an? Dummbatz. Okay. Also muss ich die Linie wahrscheinlich doch noch besser ziehen.
So. Und mein anderer Trecker, der hier, ist bei Fläche 2 angekommen. Den schicke ich nach A. Den schicke ich zu Feld A. Fahr mal hin da. So. Jetzt warten wir hier. Und jetzt müsste ja hier gleich ein Trecker vorbeigefahren kommen. Und während wir auf den Trecker warten, schauen wir gleich mal nach den Preisen für Eier. Da. 3.100. Klingt gut. Und gewaschene Kartoffeln sind schon auf 487 gestiegen. Ah, da kommt unser Trecker. Sehr gut. Und Helfer G, der seine Arbeit beendet hat, den schicken wir jetzt zu Fläche 1. Ah, jetzt stehen sie sich im Weg. Fahre zu Zielpunkt. Fruchtumfahrung. Ach so, Fruchtumfahrung quer durch. Fahre zu Zielpunkt, fahren. Fahrtplanung begrenzt. Oder halt Umwege fahren. Direkt fahren oder Umwege fahren. Okay. Ach so, hier fahre dann zur Feldausfahrt. Genau, das können wir nicht machen und dafür ist die blaue Linie, dass er dann immer zur blauen Linie fahren kann. So. Der hat jetzt das Problem, dass der andere auf der blauen Linie steht und er deshalb nicht rüber kann. So. Und du bist jetzt zu Feld A gefahren und fährst jetzt auch zu Fläche 1. Alles klar. Der kann nämlich auf dieser blauen Linie wenden. Weil diese blaue Linie fährt in beide Richtungen, während die grünen Linien nur jeweils für eine Richtung legal sind. Okay. Ja, damit möchte ich mich jetzt eingehender beschäftigen. Und dann wird Johnny hier mal für ordentlich Verkehr sorgen und sich sein Geld verdienen. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier Fläche 1 ist und wir kommen hier auf den Kreis drauf. Das heißt, er fährt jetzt einmal zur Fläche 2 und kommt dann wieder. Und deshalb breche ich jetzt hier ab. Und lasse das sein. So. Und der zweite Trecker, wenn der jetzt, der kommt jetzt da hinten an. Ich sagte, der zweite Trecker kommt jetzt da hinten an. Ja, da kommt er. Da kommt er. Während der Fahrt auf dem Trecker aufspringen, immer eine gute Idee. So. Ich werde komplett nochmal alle Strecken löschen. Aber ich habe jetzt schon mal das Grundprinzip verstanden von dem Ding. So, und du wirst jetzt hier an der 1 anhalten. Halte an. Stopp. 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 Jawohl. Trecker aus. Ich danke. Ich danke dir, Johnny, dass du so gut gefahren bist. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Nächstes Mal machen wir weiter. Und bis dahin sage ich, macht's gut und see you later.